So, kurzer Zwischenstand. Wir sind losgefahren und laut Navi sind wir um 12 Uhr in Kroatien. Wir sind ein bisschen mit Verspätung losgefahren. Eigentlich wollten wir um 11 Uhr losfahren und es war 12:30. Das Auto ist pumpenvoll, also es passt definitiv gar nichts mehr rein. Und wir haben aber schon eine Viertelstunde reingefahren. Hier, Domagoj ist fleißig am Fahren und meine Mother ist behind. With the little Harrison, den sieht man jetzt nicht. Crazy or what? Let's go! Hello from Bella, Croatia, Zada in Dalmatien. So, wir sind jetzt einkaufen. Um 13 Uhr, glaube ich, sind wir angekommen, haben jetzt alles ausgepackt im Apartment. Ich mache später noch eine Roomtour und fahren jetzt gerade in den Kaufland, dass wir uns so das Nötigste wie Wasser und sowas fürs Frühstück morgen holen können. Dann ist der Plan Olivenöl kaufen und zur Käserei der Gligoria in Kolan zu fahren, um uns Käse zu holen. Heute? Genau. Yes, today. Und dann gehen wir was essen und ich glaube, dann sind wir auch alle müde und fallen ins Bett. Aber wir nehmen euch mit, es bleibt spannend. Jetzt erstmal zum Kaufland. Jawohl, ja. So, jetzt fahren wir gerade auf meiner Lieblingsstraße und gleich kommt mein Lieblingsausblick. Einfach diesen Ausblick. Gigantisch. Wenn ich jetzt wüsste, wie man zoomt, würde ich auch zoomen. Aber das sieht einfach fantastisch aus. So, ihr lieben Leute, wir sind jetzt auf dem Weg nach Park zur Käserei in Kolan, Gligoria, die Brücke. Das ist die Brücke nach Park und hier ist auch ein tolles Café. Da gehen wir bestimmt die Tage auch mal schön ein Käffchen trinken. Also das Café ist relativ neu, das gibt es noch gar nicht so lange. Und hier die Brücke. Und da drüben ist auch eine Ruine, Fortica Park. Ich weiß nicht, ob man sie hier über das Brückchen. Atemberaubender Ausblick. Oh, das ist schon hier. Ja, wir haben auch schon öfter Delfine gesehen. Und ja, wir passieren jetzt, wie gesagt, gerade die Brücke nach Park. Hier ist auch so ein Maria-Häuschen. That's it. Das ist the favorite street of Hacky. Weil die Straße so direkt am Meer verläuft. Das sieht man aber auf dem Rückweg besser. Vielleicht kriege ich das später noch. Auf die Linse. Ist alles nix. Was du nimmst, ist alles nix. Hallo? Wie, was du nimmst, ist ja. Alles nix. Der Bilder. Ah ja. So, hier sieht man die Meersalzfelder. Also, bis sie im Augenblick noch geflutet sind. Ja, im Moment sind sie noch geflutet, genau. Aber man sieht es halt vom Auto aus nicht ganz so gut, but. Ein bisschen kann man es, glaube ich, erkennen. Und wir sind immer noch auf dem Weg nach Park. So. Die ganze Zeit gesperrt hier. Ja, hier war die ganze Zeit gesperrt. Wir fahren also jahrelang. Ne? Quasi über die Bridge. Und so über die Brücke. Hier rüber auf den Berg. Sind da wieder Salz? Also die, ja, das sind getrocknete Salzfelder. Wir fahren jetzt hier über die Brücke rüber auf die andere Seite quasi von Park. Und es ist auch ein schönes Brück. Also Park ist ja prinzipiell die Insel, aber hier haben wir quasi das Center. Genau. Also Zentrum Park. Und wenn wir da rüberfahren, kommen wir halt nach Kolan, wo die Käserei ist, aber auch Novalja. Genau. Und Sridje Beach, das ist ja ganz bekannt für. Da rechts rüberschwenkst. Ja. Auf die Seite hier. Ja. Das ist die alte Brücke. Ganz alte Brücke. Und das hier ist die neue Brücke. Das sieht halt so schön aus. Weil man quasi wie so quer durchs Wasser einfach fährt. Genau. So, und jetzt geht's hier schon steil den Berg hoch. Wow. Erzähl doch mal was anderes. Was ist denn hier? Hier ist ein Kinder. I cannot take the pizza cafe bar. Yes, now we drive downstairs here and there's the nice coffee bar and the nice shop. Eine kleine von Matschka. Der Matschka. Also man kann einmal hier parken. Oder direkt unten vor dem Los. No, they are open. Immer hier rum. The shop's open. And I go inside.
You better, I sit on the chair and the bench, you take a photo of me, please. Von der anderen Seite, hier sieht man jetzt eventuell die alte Brücke von Park. Geht jetzt zum Grecho. Wie heißt der? Zum Krešimir. Fensterstraße. Oh, schön. Hucky Street. Wir sind jetzt angekommen in unserem Stadtrestaurant. Das ist voll Scary Face. Hast du das gesehen? Ich muss los. Ja, auf mit deinem. Auf mich zu nehmen. Ich bin gerade. Für dieses Gebüsch. Ja, habe ich Hunger und ich bin so müde. I don't think I go back home. I will go and take a dusch. Ich bin kaputt. Ich gehe in mein Bett. So, how does my face? Ja, wir sind jetzt bei unserem Lieblingsrestaurant und das erste Mal habe ich eine Fischplatte für zwei bestellen können, weil meine Mutter mit mir ist. Ich bin total gespannt. Wir haben mega Hunger, weil wir haben nichts gegessen heute, außer Brötchen im Auto. Und die Brötchen, ja. Let's go. Die waren gut. So, so sieht unser Lieblingsrestaurant aus. Taraka Grill. Das Essen war sehr gut. Wir hatten eine Fischplatte für zwei Personen. War mega lecker. Also da war ein Wolfsbarsch drauf, eine Goldbrasse, Thunfisch gegrillt, also Thunfischsteak gegrillt, Tintenfisch gegrillt, Muscheln, Pommes, also es waren eigentlich eher Kartoffelwedges, Mangold mit Kartoffeln, ja, für zwei Personen, also richtig lecker. Und der Dommer hatte Chivapchichi. In unserem Lieblingsrestaurant. Servus, also wir haben das nicht so mal drauf. Wir haben das nicht so drauf mit dem Vloggen, wann man was beendet, wann man was neu anfängt. Deswegen, wir machen jetzt einfach so weiter. Ne? Heute ist der zweite Tag, also eigentlich der erste richtige Tag hier in Kroatien. Denn gestern zähle ich nicht dazu, weil wir voll im Arsch waren. Aber jetzt, das Essen hat gestern noch Ewigkeiten gedauert. Über 2,5 Stunden haben wir hier gesessen, bis wir was bekommen haben. Aber ansonsten sieht es heute besser aus. Wir waren schon im Baden. Der Harrison war auch schon im Wasser das erste Mal. Hat sich aber nicht so ganz getraut. Wir hatten aber noch seinen Hundepool dabei, aber ich will gar nicht so viel vorne wegnehmen. Die Jenny bitte. Oder willst du noch was sagen? Warum soll ich was sagen? Ich bin hier. Wie ist der Kaffee? Wunderbar. Hallo. Ja, also eigentlich gibt es auch mehr nicht mehr zu erzählen. Wir waren heute Morgen am Meer. Das Meer ist angenehm. Ich hätte es nicht gedacht. Ich dachte, es wäre viel kälter. Aber man konnte schön reinspringen. Es war angenehm. Und der Harrison, ja, wie gesagt, also die Bilder werdet ihr auch noch sehen. Wir haben ein bisschen mitgefilmt, aber mit dem Handy. Also seid gespannt über die ersten Schritte von Harrison im Meer. Genau, jetzt gibt's erstmal Mamfi. Und dann mal schauen, was der Tag noch so bringt. Hello. Ja? Einmal Dagny. Muscheln mit Focaccia. Dann haben wir frittierte Tintenfisch mit French Fries. Und eine Pizza Picante. Pizza mit Kuhlen. Yeah. Jetzt sind wir mit dem Essen fertig. Jetzt sind wir auf dem Weg in Supernova. Mal gucken, ob wir es heute schaffen, den Sonnenuntergang in Zadar zu sehen. Es ist noch ein bisschen früh, deswegen wollen wir erstmal in die Shopping Mall. Und ja, das Essen war super lecker. Ich hatte Muscheln und ein Focaccia-Brot. Also es ist quasi Pizzateig mit Knoblauch, Oliven und Tomaten drauf. Der Domagoj hatte Pizza Picante, also mit so kroatischer Salami, also Kulen. Und meine Mutter hatte die frittierten Tintenfische, also frittierte Baby-Tintenfische mit Pommes, auch sehr lecker, sehr zu empfehlen. Und ja, mal gucken, was wir jetzt alles noch so entdecken. Bis dahin! Jetzt sind wir Supernova an. Hoffentlich finden wir eine Parking Place. Nova. Die haben auch eine Tiefgarage, ne? Da war, wir waren schon mal da drin. Wann denn? Als wir mit Marte getroffen haben. Die und alle da waren. Sicher? Ja. Sicher? Gell? Sicher? See here at Supernova, the shopping complex of... Bitte? The,
Also Supernova ist übrigens so eine Kette, das gibt es eher so in ganz Kroatien verteilt. Weil das ein Behindertenparkplatz ist. Kakadu. Ja, Kakadu. Und diese? Ist auch eine für Special Personas. Too bad. This is too bad. Also wenn es regnet, ist natürlich die Hölle hier, ne? Weil dann denken alle, die müssen. Aber heute ist gutes Wetter, also eigentlich ein bisschen. Hallo! Wir sitzen eigentlich oft hier drüben in dem Café mit meinem Cousin. Den hatte ich jetzt auch gestern geschrieben. Hat er gesagt, er trifft uns auf jeden Fall noch. So, ein bisschen Foodie. Bei Mac gucken. Ah, Hähnchen, MS oder so. Und eins, wie das jetzt gerade funktioniert, wo es reingeht, wo sie zuerst rein wollen. Es gibt heiße Diskussionen. Jetzt ist sowas von egal. Harrison ist übrigens jetzt nicht erlaubt. Das haben wir auch nochmal gecheckt. Kurz und schmerzlos. Wir haben uns jetzt eine Palacinke bestellt. Also der kroatische Pfannkuchen mit Linolada. Hier ist brutal voll. Willst du was trinken? Kaffee, Americano, Di Macchiato, genau. Wir haben uns hier drüben in dem Laden so Palacinke bestellt. Ich weiß gerade, was ich hier drücke. Wir warten jetzt gerade noch auf Jennys Mami und Zug um Zug, weil wir jetzt gerade eben hier hocken, mussten wir auch was zum Trinken bestellen. Hab ich nicht gesehen, gerade eben, die eine Frau. Wie dem auch sei, ich bin gespannt, was die Palacinke kann. Wir waren, was für Läden waren wir drin? Wir waren bei Adidas, wir waren bei Nike, bei Snipes und noch woanders. Ja, waren ein paar Sachen dabei, aber halt eben auch, jetzt nicht so, wir sind nicht so die Shopping Queens, deswegen eher die Essens Queens. Zuki. Guck dir mal an, wie geil das aussieht, ey. Schon mal raus aus dem hier aus der Mall, aus dem Einkaufszentrum, weil es mit dem Kleinen immer so einfach ist. Aber es war ein halbes Jahr alt jetzt mittlerweile, aber hat zweimal reingekoppert in den Laden, zweimal Flüssiges verloren, zweimal Fechtes, und Jenny ist noch drin im Douglas mit ihrer Mom, und ich warte jetzt hier draußen auf dem Parkplatz, bis sie dann wiederkommt. So, mittlerweile vom Supernova weg, ab in die Stadt, drückt die Daumen, dass wir einen Parkplatz finden, um den Sonnenuntergang zu schauen. Hier vorne sehen wir den Leuchtturm. Noch nett, Mama. Sonnenuntergang ist in 40 Minuten. Hier ist der Leuchtturm. Und hier ist die Marina. Schöner wie an der Côte d'Azur. Sadar. Oh, das ist Anime normal. So, meine Mutter. Die Sonne. Das Pier. Klein Harrison, Corgi. Da vorne ist die Lichterorgel. Jetzt noch aus. Sonnenuntergang in Sada. Enjoy the moment. So, also da hinten ist die LED-Orgel. Da spielt aber heute jemand Musik und man kann es echt nicht gut erkennen. Vielleicht mal ein paar Bilder, die sich einblenden können. Und hier ist die Meeresorgel, die ist auch sehr überfüllt. Man hört noch nicht mal alles. Wir laufen jetzt hier hoch. Vlog. Hello, hello. Ja, also eigentlich waren die Pläne heute, dass wir schwimmen gehen. Aber das Wetter war nicht so schön. Obwohl es jetzt wieder schön ist und unsere Handtücher sind noch nass. Die hatten wir gestern gewaschen. Deswegen haben wir gemütlich zu Hause gefrühstückt. Meine Mutter hat Omelette gemacht von den Eiern, die uns die Vermieterin geschenkt hat. Die hat nämlich Hühner hinterm Haus. Also alles Bio. Und dann sind wir jetzt in Sada und tauschen die letzten Kuna, die wir haben, in Euro. Ich hoffe, das klappt und funktioniert. Weil gestern war hier ja auch Fronleichnam Feiertag, also war die Bank zu. Und danach schauen wir mal, wo es uns so hin verschlägt. Wir werden auf jeden Fall berichten. Klein Harrison ist am Start. Meine Mutter ist am Start. Hey ho, let's go. So, welcome again zum Yachthafen in Sadar. Bei Tag. Heute einmal, ihr seht, gar nichts los. Man kann wunderbar fahren. So, wir waren jetzt nach dem Geldtauschen kurz in der Stadt. In meinem Lieblingsladen, das ist der Laden Soho. Eigentlich ist das so ein Krusterladen. Da kann man so Stationery kaufen, Tassen, paar Strandkleider, ja, so Zeug, Krusch eigentlich, aber echt schöne Sachen. Und ja, ich habe auch was gefunden, natürlich. Tassen. Ich sag nix, ja.
so meine Leidenschaft. Und dann haben wir noch ein Eis gegessen in so einem Eisladen. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Also das Eis wirklich super lecker. Das beste Eis wirklich, was ich in Kroatien gegessen habe. Ich bin ein großer Eisfan, aber ich muss sagen, dass in Kroatien mir das Eis immer nicht so gut geschmeckt hat. Aber der Laden hatte echt richtig gutes Eis, aber sehr, sehr teuer, muss man auch sagen. Also eine Kugel 3,50 Euro. Aber das ist auch keine Kugel, das ist wie in Italien so ein Scoop. Ja, und jetzt sind wir an der Tankstelle und dann geht's ab nach Pahak. Und hier sind wir jetzt direkt am Platz, an dem Café, bevor man quasi die Insel überquert, also nicht überquert, sondern rüberfährt. Hier, wir sind direkt, hier links von mir ist der Pahak Most, die Brücke, die auf Pahak führt, auf die Insel. Und ja, jetzt drehe ich einfach mal um. Ist das nicht geil? Jenny hockt auch schon, Jane ist auch schon am Start. Hier drüben die Brücke, wie ich gesagt hatte. Und ja, was ist da unten los? Sind sie mit Jetski unterwegs, die Jungs? Jawohl. Jetzt gibt es hier auch nochmal lecker Käffchen. Sedi Vita, Malo, Peter Lemon, ihr wisst Bescheid. Herbis ist auch am Start. Und ja. Hier drüben noch so eine Schaukel, Hollywood-Schaukel haben sie ihn gemacht für wahrscheinlich ein Panoramabild. Und ja, so viel dazu. Spring Break Season. Am Sritje Beach. Heute ist der 9. Ja, also Sritje Beach ist ganz bekannt für die Spring Break. Also für den kroatischen Spring Break. Ja, genau. Also hier kommen auch Australier, Amerikaner und so her dann mit dem UK. Spring Break. Man hat das gecaptured hier. Da hinten. Da hinten. Da geht Party, Party, Party. Also wir sind jetzt hier quasi auf Novalja. Bisschen Innenstadt, bisschen mäßig, bisschen Altstadtpromenade. Hier ist natürlich so ein bisschen Shopping für Touristen. Sag mal, Supermarkt, wo sie sich was zum Essen besorgen können, die Leute. Aber ganz ehrlich, wir haben ja noch nie viel gemacht. Wir haben ja noch nie wirklich viel gemacht. Wir waren eher auf dem Sritje Beach, also quasi da hinten, wo wir hergekommen sind, also quasi Einfahrt von Novalja. Da haben wir quasi öfters mal einen Tag am Strand verbracht, beziehungsweise halt eben auch dort Party. Aber guck mal, wer hier kommt. Hey Mali. Party, Party oder was machen wir jetzt? Ich denke mal, dass wir jetzt wieder zum Auto zurücklaufen. Und dann gehen wir hier auf Novalja Beach, Sritje Beach. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ich weiß halt eben noch nicht. Da geht Bunga Bunga den ganzen Tag. Bunga, Bunga, Bunga. Wir haben ja den Jesse ihren Junggesellenabschied hier gefeiert. Ich bin absolut enttäuscht. Hier steht nämlich keine Hunde. Und wir sind uns nicht sicher, ob das für den Strandabschnitt gilt oder nur für das Meer. Und deswegen bleibt er doch mal jetzt mit dem Hund im Auto. Also zeige ich euch das jetzt. Hier ist der Eingang. Hier. Jetzt halt alles zu, ne? Ah, hier sind so Herzen, da kann man auch Fotos machen. Das machen wir jetzt auch gleich. Ja. Corona Bar. Anti-Jumping, No Make Nice Run. Hier mal eine Übersicht, zumindest vom Anfang. Und? Die Mami ist wieder da. Wie war? Am Bunga Bunga Beach. Wie immer. Oh, hier ist schön kühl, ey. Hui. Wo ist Jane? Mein lieber Mann. Jane, wie war Bunga Bunga da? Das war alles so heiß. Das ist der falsche Seite. Nein. Gott sei Dank. Jetzt fahren wir Käserei, Ligora. Mhm. Hallo. Käserei, ja, fertig. Aussichtspunkt. Da haben sie aber anscheinend einiges neu gemacht. Der Stein da drüben, der riesengroße Stein, kann man sich schön draufstellen. Da war eigentlich vollgeschrieben mit lauter Namen. Da oben haben sie ein
einen Stein hingemacht. Ein, ja, ein I Love Park, genauso wie hier. Das ist richtig cool gemacht. Siehst du mal, wenn man hier regelmäßig hochfährt, kriegt man nichts mit. Aber das Tolle ist ja dieser Ausblick hier oben. Das ist der Ausblick auf komplett, also die Hauptinsel, also Hauptteil der Insel. Und hier, wunderbar. Ich weiß, man kann es nicht immer so nachvollziehen, was einen da so fasziniert, aber es ist einfach, ach, das macht doch die Seele glücklich. Das Herz lacht. Und hier I Love Park, so muss das sein. Und ja, jetzt gucke ich mal, wo die anderen bleiben. Guck mal da, eine kleine kommt auch schon. Hallo. So, jetzt geht es erstmal zurück Richtung Sada. Und auf dem Weg gehen wir an den Ankerpunkt, Anlegepunkt, wo wir uns immer baden gehen. Das zeigen wir der Jane, der Schwiegermama. Und dann gibt es Essen, lecker Essen zum Kresho. Also heute irgendwie nicht viel los, umso besser. Dann kriegen wir unser Essen auch ratzi-fatzi. Dass die Mutter nichts zu lecken hat. Aber was nehmen wir heute überhaupt Schönes? Nein, ich will Toilette. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die... Das schmeckt auch gut, Oktopussalat. Die Samas. Ja. Gurmanska Pleskavica, da oben ist er. Das ist quasi wie so ein... Ich will es nicht sagen, wie so ein griechisches Bifteki, ne? aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Wir waren total alleine und jetzt sind hier einfach zu viele Leute. Schade. War so angenehm. Hier, Cappuccino, ein Wasser. Ja, mein Spezi. Macchiato. Wir hatten jetzt die ganze Zeit nur ein paar Einzelaufnahmen, noch gar nicht drüber gesprochen, aber wir sind jetzt hier in Biograd na Moru, und wir gucken uns hier ein bisschen die Riva gerade an, haben sogar optimal einen Parkplatz gefunden, ohne großartig zu suchen, direkt rein in die Altstadt, an die Riva und einen Parkplatz. Aber so viel dazu, jetzt sind wir hier erstmal ein bisschen looky Foto machen. Der Boy hat gerade hingebrunst. Genau. Ja, klasse, ich bin zu spät eingeschaltet. Ich habe meinen Horacinque schon vernichtet. Hier ist noch einer am Essen. Jane ist total unglücklich. Total unglücklich mit der heißen Schokolade. Ja, heiße Schokolade bei 30 Grad ist auch, ne? Nee, ich wollte heiß Schokolade. Okay. Ja, wie dem auch sei. Das ist quasi so das Eiskaffee, wo man immer hinkommt. Aber I can didn't expect. Thank you.